Wieder mautfrei. Ja. Die Autovista oder Ns oder Cs oder wie auch immer, nur nicht APs. Autopista. So, wunderschöne Strecke wieder, ein bisschen bergauf, bergab. Ja. Ja, wir sind ja auf dem Weg nach Amatilla, glaube ich. Amatla oder so ähnlich. Ja, wir haben den Campingplatz jetzt verlassen von Barcelona da. Camping Masnau. Schilder ein bisschen. Aber wir werden gleich laut Navi so ein bisschen Küstenstraße noch fahren. Da freue ich persönlich mich drauf. Erstmal fahren wir jetzt hier wieder quer durch Berge. Ja, auch die eine Autobahn nehmen, tun wir aber nicht. Nein, es ist auch viel schöner. Sehen ist, genau. Und dadurch sieht und man ja wir haben jede Zeit. Ja, das kommt noch dazu. Das Wetter ist wieder sehr schön, ein bisschen sonnig, leicht bewölkt. Schön. Nicht ganz so warm wie gestern. Ja. Und dann würden wir sagen, dann melden wir uns wieder mal. Ja, ich denke mal, wenn wir auf dem Platz stehen oder so. Ja. Genau. Alles klar. Alles klar. Ein bisschen haben wir ja noch. Ja. 27 Kilometer. Ja. Kommen. Jo. Erster Eindruck ganz nett, sehr gut eigentlich. Wir können jetzt aber bis 17 Uhr erstmal nichts machen. Nee. Wir haben uns zwar jetzt auf dem Platz schon mal hingestellt, da war so ein Hiwi. Wieder so ein Hüfs. Und. Aber der hat uns schon mal drauf gelassen. So, so und dann machen wir erstmal den Strandgang. Der soll ja auch nur 100 Meter, keine Ahnung, weg sein. Und da gehen wir jetzt mal hin. Thank you.
Abend, Leute. Wenn das nicht schick ist. Ja, hier hast du überall so schöne kleine Buchten. Das hat was. Das hat was. Gar nicht so kalt. Oh, ist das schön. Oh. Schnupperken. Boah, ist das schön. Geil. Das ist mega. Einfach nur mega schön. Ja, hat sich auch mal wieder gelohnt. So, dann gehen wir wieder zurück erstmal, oder? Ja. Ja, wir können da oben den Weg, glaube ich, lang gehen zu der anderen Bucht. Ja, hier gibt es jede Menge Wege. Mindestens 3 Buchten gibt es hier schon mal. Wenn die alle so schön sind, ne? Bleib ich hier. Scheiß drauf. Ja, da gibt es wohl noch ein paar Buchten mehr, glaube ich.
traumhaft schön. Traumhaft schön. Hast du die Farbe vom Meer da unten gesehen? Ja. Wie so eine Leine. Ja, toll. Kann ich an der Leine wieder hochziehen. Scully, komm mal hier hoch. Ja. Nach dem Strandspaziergang erstmal ein Käffchen. So nämlich. Ja, aber man sieht mich wieder nicht. Land unter. Die ganze Nacht geregnet. Und regnet noch. Ja. Wir haben es gefrühstückt. Ich würde sagen, wir packen die Plörren und weg hier. Ja. Oder? Auf nach Valencia. Ich war schon draußen mit dem Hund. Ja, du hast ja auch einen Hund. Ist ja auch dein Hund. Wir teilen uns den. Ja. Ich gehe vorne. Nee, komm, reicht. Wir hauen ab. Der Jetsiken geht raus und macht den Strom ab. So, Camping ist witzig. Muss einfach eine Geile runter und wir stehen hier irgendwie im See. Ich wusste, dass ich die noch brauche. Weil erst hat er, was wolltest du mit der Regenjacke? Ich wusste schon, weshalb ich die mitgenommen habe. So, ich gehe jetzt mal raus. Ist das noch normal? Spanien, hallo. Guck das mal an da. Guck mal hier. Fußbad. Kneipp. Ist aber nicht so warm. Die wir haben ja auch Januar. Ach so. Da ist aber nachher ganz warme Füße. Hier drin ist trocken. Auf.
schaut so aus, die haben einen starken Abkommen hier. Ja. Artig haben wir diesen Platz verlassen. Weil ich glaube, wenn das jetzt so weiter regnet, saufen wir, wären wir sonst abgesoffen auf diesem Stillplatz. ja, es hat die ganze Nacht, wie gesagt, durchgeregnet. Jo, hat es. Da der Stellplatz so ein bisschen am Ende war und da immer alles hingelaufen ist, hatten wir doch einen kleinen See jetzt. So sieht's aus. So, habt ihr ja gesehen. Wir haben uns dann nochmal entsorgt und verseucht und Dingenskirchen alles, ne? Ja. V und E. Also der Platz selber ist sehr schön, sehr groß. So, was hat der jetzt gekostet? Der hat jetzt 19 Euro gekostet mit AXI-Card. Die Dame am Empfang war sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, weil der Supermarkt, als wir ankamen, war geschlossen. Und wir brauchten ja noch so einen Adapter. Genau, Adapter. Also, ganz ehrlich, so kenne ich das zwar nicht, aber offensichtlich ist das jetzt das zweite Mal schon auf dem Campingplatz. Ihr braucht so einen Schuko-Stecker. So ein Schuko-Stecker wird da reingesteckt, wo wir normalerweise in Deutschland diese CEE-Dinger reinstecken. Also da brauchst du einen Adapter für. Ja. Richtig. So, und da wir keinen hatten, haben wir gefragt und sie sagte, ja, da wird gerade die Rezeption umgebaut. Und sagt sie, ich schließe ihn aber gleich den Supermarkt auf. Und dann die hinter uns standen sich zur Anmeldung. Die fragen, sagt, so brauchen die auch noch was, dann kommen sie gleich mit, ich mach mal eben auf. Also sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Viersprachig? Jo. Sie kam wohl ursprünglich aus der Schweiz, dementsprechend sprach sie gutes Deutsch. Französisch, Englisch, Spanisch. Man kriegt am Abend sofort auch eine Rolle mit Hundetüten, auch super. Nicht jeder, nur der einen Hund hat. Ja. Ist kein Geschenk. Für den Hund. Für den Hund. Ein Willkommensgeschenk für alle, Hundetüte. Nee, so eine richtige Rolle. Also. Eine ganze Rolle. Wobei, man braucht auch zwei davon, weil die sehr dünn sind. Nein, nichtsdestotrotz, die Sanitäranlagen sauber, einfach, aber sauber. Ja, man hat so Lamellentüren vor den Toiletten. Ich glaube bei uns nicht, oder? Also bei uns waren Lamellentüren. Aber, ich hab Videos gemacht. Aber es war alles sauber. Ja, was gibt's noch? Nee, sonst ruhiger Platz. Ja, WLAN, Free Wi-Fi für ein Gerät. Ja. Aber. Weil das, ja, das geht, aber die Netzabdeckung nicht unbedingt. Ich habe seit. Die beste ist. Seit 3 oder 4 Tagen habe ich ein Video fertig. Ich krieg da nie hochgeladen. Sorry Jungs, Mädels. Kommt im Februar. Spätestens, wenn ich wenn zu Hause wir dann zurück sind. Ja, ich versuche das jetzt nochmal, aber irgendwie wird das nichts. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Valencia. Genau, wir haben noch getankt gerade für 1,28. Geht? Ja. Geht? Moderate Preise in Spanien im Vergleich zu Frankreich. Also du kannst aber auch 1,46 bei Shell in Spanien oder sowas, ne? Geht auch. Nein, wir hauen jetzt ab nach Valencia, da soll es vielleicht auch nicht unbedingt schöner sein, vom Wetter her, aber naja. Ja, genau. Vielleicht gucken wir uns ja morgen Valencia an, wobei morgen soll auch nicht so prickeln werden im Wetter, aber schauen wir mal, das machen wir dann mal ganz spontan. Wir fahren jetzt hier aber die AP. AP7 heißt eigentlich zu bezahlen, wobei jetzt gerade der. Da war nichts zu bezahlen. Außer Betrieb. Weil wir gesagt haben, bei dem Wetter wollen wir nicht unbedingt da durch diese Bergdörfer durchheizen. Ist vielleicht besser dann mal. Weißt du gar nicht, wie er da aussieht? Ja, genau. Windig und alles. Außer ist hier schön zu bekommen. Ja, mit Meer ist ja. Nein. Also alles in allem eine schöne Ecke hier. Das stimmt. Und wir melden uns wieder aus Valencia. Ja, Campingplatz, ne? Den Campingplatz, genau. Ein Stückchen hinter Valencia ist das, ne? Genau. Ja. Ein bisschen hinter. Guck mal noch zu.